Die Geschichte von Fans, die in meinem Hotelzimmer eingebrochen sind, um uns zu erschießen. Es war furchtbar, mit einem Mädchenschwarm liiert zu sein. Da war was los, habe ich Morddrohungen erhalten. Dann haben sie meine Autogrammkarten an Viva geschickt und haben mir mit Zigaretten die Augen ausgebrannt. Boygroups zu der Zeit ständig neue Varianten hervor. In Holland wurde 1992 aus den beiden Holländern Bastian Ragers und Eloy de Jong sowie den beiden Engländern Lee Baxter und Benjamin Boyce eine neue Boygroup geformt. Ich habe das gestern im Radio gehört. Wie hießen die denn noch? Caught in the Act. Ja, genau. Die kommen übrigens aus Amsterdam. Wenn man heute den Namen Caught in the Act irgendwo in der Runde fällt, dann simulieren die meisten irgendwie ein Erbrechen an, so nach dem Motto, oh Gott, das Schlimmste vom Schlimmen. Kotz in die Ecke, was auch die Name für Kotz in die Ecke. Ja, das war es ja. Wollen wir noch ein bisschen hierbleiben und gucken? Komm, lass uns gehen. Die Musik geht mir sowieso auf den Keks. Viele Leute sagen natürlich, ah, das ist scheiße Musik. Kotz in die Ecke war nicht gleich erfolgreich. Wir haben 3 Songs rausgebracht in Holland nur. Viel Fernsehen gemacht, viel Radio, aber keine Leute wollten den Singles kaufen. Nur meine Familien, aber das war super, super lieb, dass sie das gemacht haben, aber nicht genug, um ein wirkliche Chart-Entry zu haben. Wie bereits bei den Monkees in den 60er Jahren ebnete das Fernsehen den Weg zum Erfolg. Aber dann haben wir die Rolle bekommen in guten Zeiten, schlechten Zeiten. Und das hat uns wirklich geholfen. Wirst du gleich wissen, mit wem du es in Zukunft zu tun hast? Warum nicht? Okay, Jungs, er hat sich nichts anderes gewollt. Überall, wo die Möglichkeit war, haben wir das gesungen. Love is everywhere, to you I swear. Can you feel, you don't have to be alone. Ja, voor mij war das unseren Durchbruch. Our first video called Love is Everywhere. Love is everywhere, to you. Ich glaube, das, was Caught in the Act im Nachhinein immer noch so diesen verpönten Beigeschmack gegeben hat, waren wahrscheinlich die bauchfreien Tops, das Fingerpainting in Love is Everywhere. Da bist du nicht gerade irgendwie an der coolen Front. Du hast es eh schwer, irgendwie cool zu wirken in einer Boyband. Von der Grundsubstanz her war die Band viel besser und viel unterhaltsamer als wahrscheinlich deren Image. Das Erscheinungsbild von Boygroups damals in den 90ern war sehr wichtig. Diese Körperkultur, dass die ihre Körper zeigen, aber die Darstellung ist sehr, sehr schwul. Schwulen waren ein großer Bestandteil von den Fans von Boygroups damals. Wir haben Boygroups wirklich beeinflusst, weil in der Spät-80er gab es in Gate Nightclubs Ona, und das hat diese Boygroups beeinflusst. Und Boygroups haben auch ihre Erfolge in schwulen Clubs gefeiert. On a moonlit summer's night, we watch the ocean rolling in. I guess the time is right to let. Nur damals gehörte noch dazu, das Ganze ein bisschen versteckt zu halten, weil einfach das nicht in das Bild der damaligen Zeit gepasst hat.
Schüler de Jong hatte sein Coming-out ja während seiner Zeit bei Caught in the Act. Und hat sich ja dann mit Steven Gately von Boyzone zusammengetan. Steven war natürlich in die gleiche Boot wie ich. Beide ein Mädchenschwarm. Und beide ein großes Geheimnis. Das hat gleich eine starke Beziehung gegeben. Die Beziehung blieb nicht lange geheim. Ein Mitarbeiter der Boyzone Tour wollte die Story 1999 an die Presse verkaufen. Doch Eloy de Jong und Steven Gately kamen ihm zuvor. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt erzählen wir das. Jetzt ist das genug gewesen. Wenn da Leute sind, die Geld verdienen willen, um uns zu outen, das ist nicht okay. So, wir haben dann ein Interview gegeben. Ihre Befürchtung, mit dem Coming-out als Teenager-Idol ausgedient zu haben, bewahrheitete sich nicht. Es ist gut für ihn, dass er sich so entschieden hat. Für die Band weiß ich es nicht. Das muss ich erst noch zeigen. Der Trost ist, wenn er schwul ist, kann er keine Frau haben. Also kann es auch niemand von uns sein. Und ich werde es auch nie sein. Und damit muss ich mich abfinden. Wenn ich die Songs mag, macht es keinen Unterschied, ob er schwul ist oder nicht. Musik ist Musik. Er kann so viele Mädchen haben. Ich verstehe nicht, warum er freiwillig schwul ist. Einerseits war meine Folkmusikgruppe super und die andere Seite war, dass ich immer das Gefühl gehabt habe, dass ich ein Teil von mich, dass ich darüber nicht reden konnte. Get away. Gerade was Caught in the Act anbelangt, so Kees van Leeuwen war also in jedem Fall sehr diktatorisch, möchte ich sagen. Der hat genau gesagt, was zu laufen hat und hat die Bands zur Disziplin gezwungen. Clean cut, sagt man. Wir haben alle vier bei Anfang haben wir geraucht, aber Bilder mit Zigaretten nicht erlaubt. So rauchen in Geheimnis. Diese Clean Cut Image ist eine Lüge. Die haben natürlich Spaß wie jeder andere Teenager. Ich weiß noch, dass ich dann eine Piercing genommen habe. Und er ist ein ganz berühmtes Bild von mich auf die Cover von Bravo. Wo ich dann so einen wirklich den Piercing nicht zeigen will oder kann. War das weinig oké. Okay. Caught in the Act waren natuurlijk die lieve jongens uit Holland. Ganz wichtig, deze bands moeten acceptabel zijn voor die Eltern. You shut the fuck up and you don't drink beer and don't smoke and you don't have a girlfriend. So. Die werden das natürlich besprochen haben, ist ja ganz klar. Also, dass man einfach nicht rauchen, nicht trinken, keine Freundin haben sollte in der Öffentlichkeit. Versuchen alles das, was man außerhalb dieser Regeln tut, diskret zu machen, damit es eben keiner mitbekommt. Wurde natürlich mal vertuscht, wenn einer irgendwie sich als schwul outen wollte, da hat man gesagt, lass es sein, ja. Wir müssen hier den Schein wahren, damit uns die Mädels nicht abspringen. And gone! It's not true. I was under the table all the time. Lee, I think we're being watched. What? I have the feeling we're being watched, yeah. Nah. Yeah. Unsere Manager hat mit uns geredet, sind da Geheimnisse, die ich wissen muss. Und ich habe Angst gehabt, um das zu erzählen, weil ich habe das meiner eigenen Familie noch nicht erzählt, dass ich schwul war. Er hat das dann herausgefunden, hat mich eingeladen ins Büro und gesagt, stimmt das, was ich jetzt gehört habe? Und das war wirklich ein bisschen so Gefühl, okay, jetzt ist das für mich zu Ende. Ich muss die Gruppe jetzt verlassen. Aber glücklicherweise war das nicht so. Aber ja, er hat schon gesagt, okay, zorg dass das nicht nach draußen kommt. So mein Leben in die Gruppe war wie eine Nonne. Super, wirklich, wirklich. Damals war es auf jeden Fall noch so, der Schein muss getrübt werden. Da wurden dann irgendwelche Models auch mal engagiert als Pseudo-Freundin. We never wear makeup, it's all natural, you know. Really good. Yeah. Ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, wenn ich jetzt sage, wie das wirklich ist, dann ist die Gruppe zu Ende, dann hassen alle mir. Ja, das war wirklich das Gefühl. So, ich habe so einen
Mickey Mouse creëert voor mezelf. Met die goede antwoorden te geven naar vragen. Ganz wichtige vragen. Wie sollte bij dit een traumetje ausschauen? Voor mij persoonlijk zijn ogen zeer wichtig. Augen. Zo kijk dat eerste Mal, wanneer ik in het zee kijk, ik in die ogen. Mhm. En wanneer ik zo schön sind, dan. Is das ein gutes Gefühl für mich? Das war immer das Gefühl, okay, jetzt wissen Sie das, jetzt wissen Sie das. Und, ja, das war ganz schwierig. Wann sind da die Augen schön? Wann? Ja, das kann ich nicht sagen, wenn das Gesicht hier geöffnet ist. So ein ehrliches Gesicht. Die haben immer zu uns gesagt, okay, ihr muss zu haben sein. Das war immer natürlich die Geschichte. Ich meine, jedem Magazin war natürlich, oh, deine Favorit. Ich bin verliebt in der Eloy oder der Benji oder der Basti. Das war immer natürlich ganz wichtig. Wenn man in einer Boyband ist, dann kann man eigentlich nicht glauben, dass das eine Starkes zu Ende kommt. Eloy de Jong wurde eines Tages eines Besseren belehrt. Colt in Jack, die Name war von unserem Manager. Und er hat dann die Name und alles verkauft an unsere Plattenfirma. Aber er hat das erst zu die Presse gegeben. Wir haben einen Anruf bekommen von einer ganz befreundeten Reporterin von Bravo. Und die hat gesagt, stimmt das, dass die Gruppe zu Ende ist? Mit Colt in the Act war ich ein Star. Und eigentlich fühlte das, dass das über Nacht passiert ist. Ja, wenn man mittendrin ist, ist das ganz schwierig, um wirklich zu genießen. Man braucht wirklich starke Beine, um das Erfolg zu tragen. Ja, das ist schwierig. Nach der Gruppe habe ich 3-4 Jahre gebraucht, um wirklich alles zu verarbeiten. Es gab schon Zeiten. Wir haben 24 Stunden pro Tag haben wir Security bei uns gehabt. Das war nötig, weil überall waren Leute. Ich würde bis nach England laufen, wenn ich die einmal sehen könnte. Mein Finger würde ich dafür abgeben. Ich würde voll drauf, ich bringe alles. Ich würde alles für ihn tun. Ich habe Geschichten von Fans, die in mein Hotelzimmer eingebrochen sind, um uns zu erschießen. Ja. Wir haben dann zwei Jahre Erfolg gehabt, habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt in Urlaub gehen. Ich habe meine Mutter und Schwester mitgenommen nach den Malediven. Ich glaube, dass wir 24 Stunden im Flugzeug waren, um so auf einen Speedboot, um nach das kleine, ganz kleine, teure Insel zu reisen. Und ich habe eine Schritte auf das Inso gesagt und das war Eloy! So war das, überall. Ja.